herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles Gute. Eva. Super. Okay. Schau mal hier. So, schau mal hier. Jetzt da. Hier. Die lachen. Ja, liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer, lassen Sie mich jetzt ein kleines Geschichterl erzählen. Ich habe den Stefan im vorigen Jahr im November zufällig kennengelernt bei einer Hochzeit meines Schwagers. Und es war so gegen 23:30 Uhr nachts, da hat er auf einmal seine Trompete herausgeholt. Sind Sie mir nicht böse, aber ich habe auch nur Nerven und ich habe ihn also kennengelernt und da hat er mit seiner Trompete geblasen. Ich habe ihm seine erste Chance gegeben in unserer Nachwuchssendung Wie die Alten Sungen. Dann habe ich ihn zusammen mit Walter Scholz in den Stadl geholt und dann wurde er von den zwei Komponisten entdeckt. Und ich freue mich ganz besonders, es sind auch Mitarbeiter des ORF und wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Walter Schwanzer und unser Bandleader Wolfgang Lindner. Man muss sich sowas richtig Gutes genießen. So, muss ich ehrlich sagen, das ist mir noch nie passiert. Stefan, jetzt sag einmal, was sagst du? Also, ich bin ganz wirklich. Ja, aber es glaubt, was ich erst bin. Ja. Also, das meiste habe ich sowieso dir zum Verdanken, das weißt du eh. Ja, blasen musst du selber. Ja, das weiß ich. Das bleibt mir nichts anderes. Sag einmal, hast du eine Taschendichel da? Mir rinnt es da oben. Hast du nichts da? Leicht es mir eine Taschendichel. Sei so gut. Seppele. Wir sind für alle Fälle gemacht. Ach, du hast Dank schön. Naja, jetzt hat es also angefangen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Was sagst du? Also, wir waren schon auf dem Mozarteum, haben gefragt, ob wir einen Lehrer kriegen. Also, mein Wunsch ist auch, dass wir einen Lehrer einmal erwischen, dass ich mal einen richtigen Lehrer kriege. Also, das Mozarteum, darf ich dazu sagen, das ist eine Ausbildungsstätte in Salzburg, eine Ausbildungsstätte von Weltruf. Naja, und was wird Mama sagen und der Papa? Papa wird sich ein Moss holen. Ja, das sowieso. Und du? Ja, vielleicht auch mal nicht.